Dann wird alles besser sein. Besser. Doch besser für wen? Auch für die, die nicht an die billigen Versprechen glauben, die die Gegenwart ändern wollen, weil der Mensch nun mal in der Gegenwart lebt. Für die, die streiken wollen, weil sie müssen, weil sie die Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen. Und die, die dann einfach niedergeschossen werden. Bumm! Bumm! Zukunft vorbei! Kasachstan 20, bitte nicht für die streikenden Ölarbeiter. Dieses Öl. Mit Öl kann man sich viel kaufen in der Welt. Ansehen und Menschenrechte. Aber was können sich die Arbeiter kaufen, die herausholen aus der entsorgten Städte? Hier in Kasachstan sitzen kein ganz grün, wo der kurz gestutzte Rasen in den Tank der Hauptstadt. Werden sie nicht rot vor Scham wegen der gebrochenen Versprechen? Und gelten die Versprechen für den Theatermacher mit seiner rechten Leib und die grauen Flockenhaaren, der durch das Land und seine Gott. Weil er ein waches Land oh my God. Ist, ein lebendiges Land. Und die Ölarbeiter unterstützt mit ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung und Theatermacht für sie und ihnen Mut zu sprechen. Diesen Mut kann das Land nicht brauchen, denn mutige lauschen billigen Versprechungen. Also drohen sie die Theatermacher mit Truppen, doch sie werden sie nicht wollen. Und so besuchen sie ihn eines Abends drei Männer. Drei Menschen, der vor einem Feld Zukunft bekannt, die man nicht immer aufsondert, eine Menge Hände. Handzeuge. Bitte auf die Boden, die sie nicht doch wie man tritt, wenn man jemanden keine Zukunft gewährt. Denn Kasachstan 2020 steht nicht für die Aufnahme in alle Macher politische Kräfte, nein. Deshalb schön den Kopf drehen und die Hände nach hinten gebunden und dann passen dieser graue Tag graue Wurst über die Verwendungen dieses Landes erlitten hat. Die Hand dieser Frau und jeden, die in diesem Land und hier beginnt das Land im Sinne der Zukunft.